dann hängt natürlich die ganze Welt an seinen Lippen, schon den ganzen Tag, und vor kurzem ist diese Entscheidung gefallen. Erdogan dreht die Daumenschrauben noch etwas an und hat vor einer Stunde den Ausnahmezustand verhängt, für 3 Monate. Und damit werden so gut wie alle wesentlichen Gesetze außer Kraft gesetzt. Erdogan kann schalten und walten, wie er will. Max Hartmann berichtet. Präsident Erdogan hat's eilig, sehr eilig. Nach dem gescheiterten Putschversuch ruft er vor wenigen Minuten den Ausnahmezustand in der Türkei aus. Durch den Ausnahmezustand, sagt Erdogan, können wir so schnell wie möglich effiziente Schritte gegen jene setzen, die uns bedrohen. Was das genau heißt, wird sich zeigen, denn schon bisher hat sich Erdogan nicht gerade zurückgehalten. Mehr als 8000 Menschen hat er verhaften lassen, zehntausende Staatsbedienstete suspendiert, neben Richtern und Anwälten waren es vor allem Lehrer. So viele, so erzählt es ein Gewerkschafter, dass die Regierung schon lange gewusst haben muss, wen sie loswerden wollte. Wir fragen uns, nach welchen Kriterien wurden diese 15.200 Personen ausgewählt, erzählt der Gewerkschaftschef. Wir haben den Eindruck, diese Lehrer standen schon lange auf einer schwarzen Liste. Hinzu kommt jetzt auch ein Ausreiseverbot für Wissenschaftler. Nicht mehr einreisen hingegen wollen die Touristen. Das macht sich schon jetzt bemerkbar. Die Zahlen sind eingebrochen. Früher konntest du hier in der Gegend kaum gehen, so voll war es. Jetzt ist viel weniger los. Ich denke, die aktuelle Situation hat viele Touristen abgeschreckt. Das dürfte dem Präsidenten aber derzeit ziemlich egal sein. Genauso wie etwaige Kritik der Europäischen Union, vor allem an seinen Überlegungen zur Todesstrafe. In einem Interview sagt er heute, seit 53 Jahren klopft die Türkei an die Tür der EU. Seit 53 Jahren lässt die EU die Türkei warten. Dann gehen wir gleich weiter zu Jörg Winter, unser Korrespondent.